Moin moin meine lieben YouTuber und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die Corsair Harpoon RGB an. Kommen wir direkt zum Lieferumfang. Im Lieferumfang enthalten ist das Übliche. Eine Garantiekarte, die Bedienungsanleitung und anschließend die Corsair Harpoon RGB. Schauen wir uns mal die technischen Daten an. Denn diese können sich echt sehen lassen. Die Maus wiegt 85 Gramm, was angenehm ist. Für manch einen wäre die Maus leicht, ich komme mit dem Gewicht persönlich gut zurecht. Der optische Sensor ist der PixArt PWM 3320 und kann mit bis zu 6000 dpi auflösen. Als Schalter kommen hier die bekannten OMROM-Switches zum Einsatz. Das Kabel ist 1,8 Meter lang und somit lang genug, um das Kabel auch verlegen zu können. Man kann zwischen den Abtastraten wechseln, doch ich würde euch die höchste, also 1000 Hz, empfehlen. Insgesamt verfügt die Maus über 6 frei programmierbare Tasten. Der Tastendruck ist angenehm und nicht zu laut. An der linken Seite finden wir dann die beiden Vor- und Zurücktasten, welche man natürlich frei programmieren kann. Kommen wir mal zum Design. Die Maus ist sehr schlicht gehalten, lediglich das Corsair-Logo ist beleuchtet. Obwohl die Maus aus reinem Kunststoff besteht, ist die Verarbeitung erstklassig. Auf der linken als auch rechten Seite findet man dann noch ein rutschfestes Gummi, damit man maximalen Grip hat. Mit der oberen Taste lässt sich ganz bequem der DPI-Wert zwischen 250 und 6000 DPI frei wählen. Wer bestimmte Werte haben möchte, kann diese ganz leicht in der IQ-Software einstellen. Mit der Software lassen sich dann auch noch verschiedene Beleuchtungseffekte auswählen. Kommen wir mal zu den positiven Punkten. Die Maus bietet eine gute Ergonomie, ein angenehmes Gewicht und ein modernes Design. Zudem lässt sich die Farbe als auch der DPI-Wert auf das eigene Bedürfnis anpassen. Obwohl die Maus so klein wirkt, ist sie nahezu dank ihrer Bauart für jede Handgröße gemacht. Auch die Kabellänge ist überzeugend. Natürlich gibt es auch negative Punkte. Mich persönlich stört es, dass das Kabel nicht mit einem Sleeve ausgestattet wurde. Doch dies ist Meckern auf hohem Niveau. Ich hätte mir gerne noch ein wenig mehr RGB-Beleuchtung gewünscht, doch dies sind nur Kleinigkeiten. Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass Corsair mit der Harpoon RGB alles richtig gemacht hat. Da die Maus zu 30 Euro kostet, kann sie mit der Konkurrenz wie zum Beispiel der OMEN 400 ohne weiteres mithalten. Wer eine gute Maus für 30 Euro sucht, ist mit der Corsair Harpoon also bestens bedient. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like sowie ein Abo freuen. Habt noch einen schönen Tag, haut rein, euer Tim, ciao ciao!